Wisst ihr, wie das da drin aussieht? Wie in meinen Träumen. Guckt mal her, alle. Ja? Ey, wisst ihr, wie fett die Box ist? Ja, die ist dicker als ich. Oh mein Gott, was haben wir denn hier Schönes? Oh mein Gott, Reddys. Oh mein Gott, Reddys. Guck mal hier. Guck mal, was für ein Wichser ich bin. Guck mal. Einfach schon gegessen, ja, aber wieder reingesteckt. Einen auf, ich mach's einen Stream auf. Checkt alle mit Code Sammy10. Aber das, ey, ich werde dafür nicht bezahlt oder so, gell? Ich mach's nur, weil's Abo ist. Aber auch, weil die Sachen einfach cool sind. Okay, Dreddys, dann lasst mal reingucken. Also, falls ihr euch was bestellen wollt von King Cans, checkt gerne ab. Mit Code Sammy10 kriegt ihr 10% auf alle Artikel. Wollen wir alles probieren? Ja, natürlich, oder? Na gut, Junge, was bist du für ein Fettsack? Ja. Ey, ich bin so sauer auf sie, gell? Ich bin sauer auf dich! Ich bin so sauer auf dich, Junge! Du hast die Koala-Bären alleine gegessen. Warum hab ich das gemacht? Ja, weil du nicht. Digga, wir hatten diese Happy Hippo gehabt, Chat, gell? Ja, guck. Gestern hatten wir das gehabt. Die fette Kuh, Digga, die hat alle Kannst fünf Stück gegessen, Digga. Ich werde es fett zu nennen. Okay, lass mal erstmal abchecken, die Bean-Bits. Kann ich das so lassen oder fällt wieder alles runter? Beides, ja, lass mal abchecken. Ey, Abu Goku, alle, was geht ab, Cousin? Geht's dir gut, mein Bruder? Ich guck mir gerade hier dein wunderschönes Paket an, was du mir zugeschickt hast. Mein edler, wunderschöner Bruder. Ja? Ich probiere mal jetzt die Süßigkeiten aus King Can's Land. Wisst ihr, wir fahren ja am 22. fahren wir ja nach Buxtehude, Leute, ne? Sammy hat zu mir gesagt, der würde voll gern mal so einen Tag nur mit den Kindern von Abu chillen. Also so Sammy und die Kinder fährt. Der hat gesagt, es wäre so krass und so fünf Kinder und so mit denen Zoo gehen und so. Ey, ich mute dich gleich wieder, richtig, ja? Richtig Lust darauf. Ey, Abu, wer hat dir ausgesucht? Breitenberg? Darf ich auch probieren? Darf ich auch probieren? Hallo, du reagierst so ohne mich darauf. Obo, aufpassen. Mayday. Oh Mann. Oh no. Ja. Die sind scharf alle, ja? Oh, die sind plant-based, das ist cool. Die sind scharf. Walla Billa, diesen Schaf. Die sind ganz in Ordnung. Ah. Vielleicht reagierst du jetzt nicht so darauf. Dings ist runtergefallen, noch irgendwas. Die sind aber lecker. Die sind todesscharf, Junge. Hä, was? Vielleicht sind meine. Ey, Abu Fangs, mein Schatz. Achso, guck mal, das sind zwei verschiedene. Es gibt diese, grüne und rote. Was gibst du den Chips? So eine 7. Ich geb den Hausverbot. Was denkst du denn? Ja, aber die waren okay. Die waren okay, diese Hot Texas Barbecue. So, lass mal was Leckeres. Hier, guck mal, das sieht doch schon mal krass aus. Kit Kat mit Käsekuchengeschmack, Adrenis. Darauf freue ich mich richtig. Kit Kat mit Käsekuchengeschmack. Soll ich die Sachen aufmachen, weil du die Box Ja, trägst? Mach mal auf. Okay. Oder? Heißt auch KitKat. KitKat. KitKat oder KitKat? KitKat. KitKat. Wo ist meine Box? DJ, 5 Subs, ich lass dir auch eine zukommen. Ach so, die sind kleine Pupsis. Aha, Levono. Kronk, extra auf meine Größe zugeschnitten. Dankeschön, mein Bruder, ja? So, lass mal probieren. Wollen wir nur eins aufmachen? Vielleicht, wenn es uns nicht schmeckt. Dass ja, nicht lass schmeckt, eins, lass okay. eins. Ja? Okay, Was sagst du? Kotzen? Kotzt du? Nein. Alabila, die sind Nonplusultra, oh, ja? Die schmecken voll krass nach Käse. Nach Käse? Die schmecken voll krass nach Käse.
Weil ich fand die lecker, ja? Also, wir sind in Ordnung, ja. Was sie sagt, die sind in Ordnung. Wisst ihr, wie sie gerade... Nein. So saß die gerade da, so. Ja, das ist Essen. So. Aber, also ja. Ich fand die todeslecker, ja? Das ist nicht so mein Geschmack. Ich fand sie gut. Dann lass mal hier gucken. Donut Cake. Sieht auch lecker aus. Das sieht schon direkt lecker aus. Es wird ja, 100% schmecken. Aber weißt du, was die gefährliche bei so einem Design ist? Kennst du das? Wenn du damals zu so älteren Leuten gegangen bist. Ja. Wo du so diese... Für Leute also wenn du so die Ding gefälscht hast, dieses ich sammle Spenden für Hilfsmittel. Nein, das weiß ich. Alles in deine Tasche. Und danach, die haben dir immer das mitgegeben. Weißt du? Und danach, du hast so gegessen, du hast dir gedacht, boah, das ist einfach aus Zweite Weltkrieg, diese Keks. Kennst du das nicht? Nein, das ist nicht. Diese alten Omas und Opas, die haben immer so Kekse zu Hause, Bruder. Die schmecken, als ob sie so. Weißt du? Kekse, ja, aber das ist, glaube ich, Kuchen, was du hast. Hier. Machen wir eins auch. Eins, ne? Ja, ich probiere mal. Okay. Ach, Mist. Und mal gucken, wenn es so diese trockene ist, dann bockt nicht. Wenn es frisch ist, dann bockt. Okay, nee, ist frisch. Mhm. Das wird dir doch 100% Tode schmecken. Das ist ein richtiges Semi-Süßigkeit. War das ist richtig für mich. Hm? Auch diese andere, was ich da sehe, voll für dich. Wir sind Baba. Oh, schmeckt wie Marmorkuchen. Mhm. Oh, schmeckt echt gut. Die haben noch eine Füllung drin, so Schokolade. Mhm. Ja, ist noch gut. So viel hier. Verputzen. Was sagst du zu denen? Die schmecken gut, ja. Ich krieg von mir 9 von 10. Ja, 8 von 10 von mir. Na gut. Aber einfach, weil ich nicht so sehr auf sowas stehe, aber es schmeckt gut. Und nimm mal diese, was hier rausguckt. Welche? Diese. Ey, Digga, das ist so viel, gell? Ich küsse dein Herz, aber ja, das ist ehrlich viel. Aber was heißt das, ja? Ja, ich bin krank, sorry, Leute. Guck mal, was hier steht, ja? Boah, was ein Fokus! Merkt ihr was, Chat? Walla, sei mal ehrlich! Krass! Sei mal ehrlich! Mach mal nur aus Prinzip nochmal. Guck mal, was hier steht. Mein Objektiv war ja kaputt, gell? Das, was ich gerade habe, das kostet 850 Euro und Abu hat's mir geschenkt, Chat. Walla. Das kostet 850 Euro. Er hat mir das geschenkt, Bruder. Walla, Bruder. Er sagt, ey, Bruder, deins ist doch kaputt, gell? Ich sag, ja. Er sagt, du wolltest dir doch ein neues holen. Ich sag, ja. Der sagt, brauchst du nicht, ich schenk dir meins. Walla, so. Boah. Krass, gell? Boah. Ey, was ist das, Chat? Wisst ihr, wie stolz er mir das Objektiv gezeigt hat? Sag, komm und so, wir probieren aus. Ey, die sagen, das ist Müll. Müll? Ja. Also nuklearer Müll oder so. Oder giftig. Oder gefährlich. Was stand da? Was ist toxisch? Toxisch ist giftig, oder? Toxisch, ja, heißt giftig. Alina, ihr Mikro ist aus? Nein, mein Mikro ist an. Es ist so sauer. Walla, zeig mal. Sauer. Ja. Oh, nee. Komm, du darfst nicht... Guck mal, ich geb dir ein Stück und ich nehme ein Stück. Okay. Du darfst nicht Ding. Also hast du dein Stück? Ja. Zeig mal. In Kamera. Okay, das ist meins, okay? Was? Was? Nein, nimm ein großes Stück. Hä? Nimm mal großes. Die sagen sehr, sehr sauer. Als ob. Okay, kennt ihr diese kleinen Bonbons aus Amerika? Es ist sauer als Center Shock, Chat. Es ist schlimmer als Center Shock. Meine Nase ist zu, ich kann nicht mal riechen. Ja, okay. Das hab ich nicht erwartet. Ah, oh. Bille, Abu, gell. Oh, dass Gott. Du dich nicht schämst, Cousin, gell. Meine Stimme. Meine Stimme, oh mein Gott. Ey, Chat, gell. Sammy hat es einfach... Du hast es da reingesprungen, ich schwöre auf alles.
Digga, bei Gott. Ich hab das nicht gegessen, ne? Ich hab nur steck's einmal. Steck's mal im Mund. Ich hab einmal reingebissen. Oh. Ja, das ist krass, krass sauer. Digga, das ist nicht von dieser Welt, gell? Ey, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert. Eins in den Chat, wenn ihr das schon mal probiert habt. Walla, nur diejenigen, die das schon mal probiert haben, boah, die wissen, wie schlimm das ist, ja? Ey, Digga, das ist nicht von dieser Welt, Digga. Guck mal, wenn ihr euren Freund verarschen wollt, bestellt das hier von King Cans und verarscht ihn. Das sieht nicht mal sauer aus. Walla, weg mit den Kacke. Schmeckt aber gut. Also ich würde so eine 6 von 10 geben. Digga, Anna, ja? Für den Geschmack, Daumen nach oben. Ja, das sind Cola-Kaugummis. Guck mal hier, von Pokémon. Von Pokémon? Ja. Hä, wie cool. Da ist Garados drauf. Das sind also auch sehr außergewöhnliche Sachen. Walla, das war echt ehrenlos ekelhaft, Chat. Das, seien wir ehrlich, das war schon ekelhaft. Schock, gell? Ja, das war Schock kurz. Walla, das war Schock. Ja. Das war wie diese Hot Chip, so ein auf. Du, ja, ja, du denkst, es ist scharf und dann fickst dich richtig. Ja. Ich hab gedacht, ich wusste, dass es sauer, aber nicht so. Kennst du diese amerikanischen Bonbons? Oh, guck mal. Diese Extreme Sour Dinger. Ja, die sind so verschieden mit Ding. Jedes ist so mit verschiedenen Bild. Und das ist Cola oder was? Ich weiß es nicht, ja. Keine Ahnung. Such dir einfach eins aus hier. Wir sind verschiedene Dinge. Ich will rot haben, ja. Verschiedene Dinge drauf. Ach, da sind Sticker. Oh, kennst du das noch von früher? Aber das sieht braun, ja? Warum ist das braun, Digga? Weißt du, zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit, da gab es auch immer so welche mit Sticker. Boah, lecker. Walla, intensiv Cola. Ist Kaubonbon oder Kaugummi? Kaugummi, glaube ich. Kaubonbon. Kaubonbon. Boah. Aber kennst du jetzt diese Dinge mit Sticker immer? Aus meiner Zeit, wo ich jung war. Was sagst du dazu? Walla. 9. Ey, 11, mein Bruder, dankeschön für 20. Ilknur Abla, dankeschön für 9. Taya Delarue, dankeschön für 5. Und Amo, mein Bruder, dankeschön für 10. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Lass mal was trinken. Guck mal, diese hier. Ja, sofort. Was ist das hier? Ist auch in der Mystery Box gewesen. Sieht aus wie Yu-Gi-Oh! Karte, ja? Damals, ja? Als du noch flüssig warst, da war so Yu-Gi-Oh! Und so geheim. Zu meiner Zeit auch. Natürlich. Junge, bei dir war Yu-Gi-Oh! Da war schon irgend so ein 2004K war das schon. Weißt du? In meiner Zeit war noch ich bin 90er Seto Jahrgang. Kaiba und Pegasus und so. Verstehst du? Nein, ich bin 90er Jahrgang. Auf jeden Fall, für alle, die so ein bisschen älter sind, Adredis. Wie ich erinnert ihr euch noch damals, wie sehr euer Vater darum angefleht hat, dass er euch so einen Booster kauft? Aber diese Booster, das hat einfach so 15 Euro gekostet. Dann hat er euch einfach aus Tschechien so ein gefälschte Booster gebracht, wo die Karten, da war so, jede Karte war Exodia. Du hast so ein ganzes Deck, jede Karte war so Exodia. Ich hatte diese gefälschte Pack, Digga, ja? Ich bin bald 24, period. So, lass mal hier gucken. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Oh, das ist doch Jujutsu Kaisen, oder nicht? Hast du das geguckt? Nee, ich hab aufgehört, das zu gucken, weil es einfach scheiße ist. Ich glaube, sowas darf man nie sagen in der Öffentlichkeit, dass irgendein Anime schlecht ist. Okay. Ist das Kaugummi oder was ist das, Digga? Zeig mal. Ich esse das nicht. Was steht denn da drauf? Enskiko LTD. Zeig mal. Ess das nicht, ja? Da
dachte, es ist irgendein Cowboy-Mann oder so. Keine Ahnung. Können wir jetzt was trinken? Ja. Diese Trauben. Okay. Machen wir erstmal das hier. Arigato kosama! Yamero! Was ist ein Fokus? So. Nein, Jujutsu Kaisen ist nicht scheiße. Das hat Sammy nicht so gemeint. An alle Anime-Fans. Oh mein Gott. Astaghfirullah, hör auf, nicht ausspucken. Dann trink. Das ist nicht gut so. Dann trink. Bismillah. Oh, ja. Das riecht nicht so lecker. Trink. Wallah, sei mal ehrlich. Schmeckt wie Yum Yum Nudeln von Fred Feuerstein, gell? Und mit bisschen Kleber von Uhu, gell? Es schmeckt in Ordnung. Bruder, wer trinkt das, ja? Ich stehe halt nicht so auf künstliche Geschmäcker. Also allgemein, hart, wenn etwas ja? zu künstlich schmeckt, mag ich nicht so. Sieht aus wie Plastik, schmeckt wie Plastik. Lass mal hier Fanta. Erdbeere. Strawberry und Kiwi. Oh, du darfst es nicht trinken. Haha. Kann ich bestimmt trotzdem trinken. Ein kleiner Schluck. Ah, Alhamdulillah. Haben wir nicht einmal Fanta Strawberry probiert? Das könnte sein. Das schmeckt. Also ohne Kiwi. Doch, der Nachgeschmack ist Kiwi. Ja? Ja, der Nachgeschmack ist Kiwi. Bismillah. Falls ich jetzt allergische Schock bekomme. Nein, trink nicht. Trink ich mach nur einen kleinen Schluck. Warum hast du so ADHS? Trink doch einfach nicht. Das ist doch nicht Dings. Das ist doch keine pure Kiwi. Die ist gegen Kiwi allergisch, aber die hat ADHS. Darum muss sie jetzt einfach einen Schluck trinken. Ja, schmeckt gut. Kaiserin. Kaiserin Yarmenikili Kaili. Ja, das Extrakt. Das geht schon klar. De La Rue Fest, Dankeschön für 19. 030 Dennis, Dankeschön für 6, mein Bruder. Milo. Lass uns bitte züngeln, aber erst, wenn Mr. LaRue weg ist, küsse dein Herz. Ich küsse dein Auge, Milo. Walla Baba Idee. Kayseri, Dankeschön für den frischen Prime. Hier haben wir Red Bull. Oha, Walla Bila, ich weiß nicht, was das heißt. Ist das Pfirsich? Oh, Red Bull. Aber ich weiß nicht, ob das Pfirsich ist. Zeig mal. Nein, da steht doch, was das ist. Nein. Da steht Greasy Fizz. Ja. Groovy Fizz. Heißt es Pfirsich? Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Es Peach heißt Pfirsich. Fizz heißt Pups. Probier einfach, verarscht mich nicht. Oh no. Wassermelone, hat einer gesagt. Nein, schmeckt krass. Niemals. Ich will auch, bitte, ich liebe Red Bull. Gib mir diese. Oh Mann. Wenn ich nur vor die Kamera kommen könnte. Ganz anderer Geschmack. Wow. Ganz anderer Geschmack. Was ist das? Was ist das für ein Nachgeschmack? Ich weiß nicht, ja? Kannst du mal allerdings? Was ist das, Bruder? Kannst du mal googeln? Boah, das ist voll lecker. Richtig lecker. Ja? Aber nichts geht über blaues Red Bull. Period. Das war ehrlich lecker, ja? Boah, ist richtig lecker. Aber wenn ich das jetzt trinke, dann schlafe ich erst um 3 Uhr ein. Die kennen wir schon. Die sind super. Kennt ihr die auch, Chat? Die sind Baba. Alle, ja. Boah, das ist voll lecker. Stell das mal weg von mir, wirklich, sonst schlafe ich echt erst 3 Uhr ein. Schmeckt sehr gut. Sehr gut. Was ist das jetzt? Wieder irgendwas Saures. Oh, Sour Candy, Toxic. Oh mein Gott. Wollen wir das probieren? Wollen wir das probieren? Ich krieg so Sodbrennen, gell? Wollen wir das probieren? Haben wir noch Pantoprazol im Schrank? Wollen wir das probieren? Willst du echt? Ja. Das ist schlimm, sagen die. Das ist schlimmer? Nein. Niemals. Guck mal, das ist sogar so verpackt, das muss man richtig... Das muss man richtig... Also ich finde ganz ehrlich, diese Box hat sich jetzt schon gelohnt. Ich schwöre, die hat sich gelohnt. Wirklich, ja. Da sind so viele coole Sachen drin, gell? Ja, richtig cool. Guck mal, alleine, wenn ich mir nur überlege, gell? Ich treffe mich morgen mit Tolga
Und ich gebe ihm einfach davon ein Stück und ich gucke einfach, wie sein Gesicht so. Allein dafür würde ich mir diese Box holen, ja? Sammy ist ja von Natur aus sehr schadenfroh. Deswegen wird er daran sehr viel Spaß haben. Oh mein Gott, das sind die, kleine Bonbons. Das sind die, die ich meinte, glaube ich. Das sind so kleine. Von denen ich und auf jeden einzelnen. Ist da so ein Gesicht drauf? Nein, ist so ein Todesfass drauf. Ach so, nee, da meine ich so andere. Aber die sind bestimmt. Oh nee, ich habe gar keinen Bock darauf. Und ich habe richtig viele davon hier. Ich muss dafür. Lass eins für Lemmy aufheben. Nein, niemals! Spaß. Oh mein Gott. Ich denke, ich probiere. Hier, du eins, ich eins. Nee, du gibst mir Apfel. Gib mir doch eine Milch. Wollen wir die lieber nicht essen? Warum? Einfach so, wir heben die einfach für meine Gäste auf, die kommen. Nein, wir probieren. Ey, das ist so eine gute Idee. Walla Bila, ich heb die für meine Gäste auf. Aber wir probieren auch. Komm. Dann lass uns eins probieren. Okay, den Rest hebe ich auf. Also du. Ja, lass uns eins probieren. Ja, eins probieren wir. Oh mein Gott, ihr seid so ekelhaft, Chat, Digga. Wir wollen es unbedingt sehen. Ihr wollt uns umbringen, Digga. So, wir wollen einfach umbringen. Hier bleiben. Sieht man das? Ja, Papa. Okay. Alina, Digga. Mach das einmal in deinen Mund rein und dann gib es mir. Also du beißt ab. Okay, das ist crazy. Oh nee, ich hab da gar keinen Bock drauf. Ah! Was kommt da immer für ein Dämon aus dir raus? Das ist doch verdammt. Oh mein Gott. Okay, ich probiere das nicht. Sorry. Sorry. Ihr habt mich gefickt, ihr habt ihr mich, Digga. Oh mein Gott, Digga. Das ist so schlimm. Oh, du hast Tränen in den Augen. Ey, wisst ihr, was ich eben gesneakt habe? Da sind diese Bulldog. Probier mal bitte. Scharfe Rahmnudeln. Probier mal. Ich will ehrlich gesagt nicht. Lass mir deine Gäste aufheben. Probier mal. Probier mal. Sauer. Sind die schlimmer als die davor? Ich weiß nicht, alle, ja. Davor. Oh, nee. Ich hab's nur abgeleckt. Das geht nicht. Digga, isst jemand sowas wirklich freiwillig? Es gibt bestimmt Leute, die. Also, es gibt ja Menschen, die essen sehr scharf und es gibt bestimmt welche, die mögen auch voll sauer, oder? Nein, Bruder, wer ist das denn? Gibt's bestimmt diese Menschen. Mögt ihr richtig sauer? So, dass ihr euer Gesicht nicht mehr kontrollieren könnt. Darauf habe ich jetzt richtig Bock. Guck mal. Seid mal ehrlich. Wie sexy und ansprechend sieht dieser Riegel aus? Seid mal ehrlich, Chat. Wie ansprechend sieht dieser Riegel aus, Digga? Soll ich mich mal richtig, richtig, richtig unbeliebt machen? Erzähl mal. Ich mag nichts, was mit Erdnuss zu tun hat. Ich mag keine Reese's, gar nichts. Das geht für mich gar nicht. Nee. Ich mag das gar nicht. I'm sorry. Okay, pass auf. Chat, ich mach das. Ja, ich hab mich ein bisschen. Sag Walla, du bist ehrlich. Walla, ich bin ehrlich. Beiß einmal rein. Okay. Sag Walla, du bist ehrlich. Walla, ich bin ehrlich. Okay. Gott, das riecht schon so krass nach Erdnuss. Beiß einfach rein. Schmeckt mir zu viel nach Erdnuss. Digga, was redest du? Aber der Crunch ist cool. Das ist das Beste von heute. Ich schwöre, das ist eine 10 von 10. Das ist eine 10 von 10. Wenn ihr euch das holt oder wenn ihr das irgendwo kauft, Walla, denkt an meine Worte, das ist eine 10 von 10. Geisteskrank. Boah. Noch mehr sauer. Ich hätte hot. Hot? Scharf. Ja. Was ist das da, Chat? Ist das scharf? Och nee, scharf. Extreme Hot Candy. Was ist das? Übertreib nicht. Müssen wir das jetzt essen? Heb doch für deine Gäste auf.
Nö. Sauer? Ach, dann scheiß auf diese Sauer. Sauer. Jetzt heb ich alles von meinen Gästen auf. Mal gucken, was das hier ist. Allahu Akbar. Was ist das, was ist das denn? Guck mal bitte. Bomba. Was ist das denn, ja? Bomba Cherry Energy. Achso, warte, Lemia hat den Dings genommen. Nein, den kann man so abmachen. Flaschenöffnung meinte ich. Energiedrink High Coffein Content. Not recommended for children or pregnant or fat woman. Ach Mist, dann kann ich gar nicht trinken. Breastfeeding woman, sorry. Sorry, ich habe mich verlesen. Mm. Feeding, nicht fett. Was heißt breastfeeding? Weil FED heißt fett. Ja, was heißt breastfeeding? Error. Ey, ich habe jetzt... Weißt du jetzt wirklich nicht, was breastfeeding heißt? Ich weiß nicht, ob ich das trinken soll. Warum legst du ab? Das heißt Milch, stillende Mütter. Alhamdulillah. Quasi sie denkt, Digga, ja? Gehirn, zwei Gehirnzellen und will... Weißt du nicht, was breastfeeding heißt? Natürlich weiß ich, was heißt. Du bist richtig gemein heute zu mir. Nein, bin ich nicht. Mach Spaß. Hast du dir irgendwas getan? Ich mach nur Spaß, Du bist die Beste. Schon aufgestanden für dich, nur mal kurz Beste. Du bist die Krasseste, du bist ehrlich die Beste. Aber was machen wir jetzt damit? Warum? Ich muss morgen früh zum Arzt. Ich kann doch jetzt nicht mehr trinken. Dann schlafe ich gar nicht mehr. Ein Schluck? Ach so, nee, dann Verschwendung. Ja, ist Verschwendung. Können wir die Tage irgendwann im Stream dann probieren? Ach du Scheiße. Oh, sieht aus wie Limettensirup. Guckt euch das an. Es ist halt auch immer so gefährlich mit diesen, also mit der Sprache. So, man kann halt nicht rauslesen, was das ist. Ich hab auch Angst, Digga, weil ich trau Abo nicht, Digga, ja? Warum? Am Ende, der schickt mir irgend so ein Viagra oder so ein Scheiße, Digga. Nein, ist doch verrückt. Oder irgendwas, was richtig scharf ist oder so. Suppo sagt, das schmeckt. Das ist lecker. Wann Alina Podcast? Sabr. Sabr. Geduld. Ich weiß nicht, wie man das aufmacht. Doch, da steht es doch, oder? Ich glaube, du musst den Deckel da rein. Du musst die Kugel runterdrücken. Welche Kugel, Cousin, ja? Oben drin ist, glaube ich, eine Kugel. Ist das eine Glasflasche? Ja. Hm. Kommt was? Da ist doch eine Anleitung. Ich kann nicht. Dann gib mal kurz her. Mach. Komm, hier. Eine Sekunde, ich hab's offen. Hier, mach. Digga, hier sind noch so viel. Oh! Guck mal. Manke die Raffi, ja, hast kaputt gemacht. Ja. So, sie hat ihre Finger kaputt gemacht. Hä? Was ist das? Nee, ich krieg's nicht auf, aber du musst von hier oben draufdrücken, hier. Du musst von oben draufdrücken. Ist es was zum Essen? Ah, das ist diese Klatschhand von. Kennst du von Dippemess? Kennst du das von Dippemess? Ja. Das ist nicht zum Essen, oder? Ist es zum Essen? Nein! Oder am Ende hat es Gelatine drin oder so, weißt du? Das ist doch dieses Ding, was an der Wand kleben bleibt und so. Ja, oder? Am Ende des Wicks dingen wir schlagen damit hier rum. Nein! Das ist doch nicht zum Essen.
Ist das Gelatine? Das ist nicht Abos Box, das ist Mystery Box. Das ist nicht die Abo-Box, Chat. Ach so, ist die nicht halal? Nee, weiß ich nicht. Als ob. Das ist eine ganz normale Box, die man da bestellen kann. Das ist nicht die Abo-Box. Das sagst du mir, nachdem ich alles probiert habe. Du hast nur Schokolade gegessen. Okay, lass diese Fanta hier. Ja, hey, dann hau die rein. Den Rest lassen wir die Tage machen. Echt? Ja, ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Wollen wir nicht noch diese... Brahi, mein Bruder, dankeschön. Dankeschön für den 32. Ach so, das kennen wir schon. Ach so, ja, die ist gut. Nee, die schmeckt nicht. Mir schon. Die hast du mir gelassen, weißt du noch? Ich glaube, du hast vergessen, dass die nicht schmeckt. Dann probier nochmal. Wollen wir die scharfen Nudeln noch machen? Willst du die essen? Du hast Bock drauf, ja? Ja, ich hab voll Bock drauf. Schon vorhin habe ich's gesagt. Weil sind die scharf, Chat? Das sind diese zweimal spicy. Sind die scharf? Unnormal. Heidi, mach sie. Soll ich machen? Mach okay. Sie. Wir essen die jetzt. Aber du hast morgen einen Termin und ich du weiß. Hast Magen-Darm. Ich scheiß drauf. Sicher. Ja, hau rein, Digga. YOLO, you only live once, Alter. Mhm. Nie wieder Mundi, Digga. Snus-Packung, ja? Oha. Ey Baba, Chat, check die gerne ab, die Box von meinem wunderschönen Bruder Abu. Viele coole Sachen. Also dieser Reese-Ding war mein Favorite, Digga. Bist du dumm? Denk an deinen Magen. Scheiß drauf, Bruder, ja? Hast du die Nudeln fertig gemacht? Ja. Sind die scharf? Ich habe nicht probiert, aber meine Nase ist weggeätzt. Niemals. Doch, hier. Das waren die X2, gell? Ja, das sind zweimal scharf. Das ist, two times spicy. Ey, soll ich die jetzt probieren, Chat? Die sehen so gefährlich aus. Walla Billa, die sehen gefährlich aus. Kennt ihr, wenn was so scharf ist? Die sehen sehr gefährlich aus, Chat. Aber wir probieren beide nur eine Gabel, okay? Wir essen das nicht. Weil sonst wirst du später Probleme haben. Okay, was ist mit dem? Aber eine große Gabel, okay? Ja, du, eine große, ich eine kleine. Oder ich gar keine. Reicht das? Ja. Das ist zu viel, gell? Mach ein bisschen weniger vielleicht. Das ist zu viel. Nein, mach weniger, mach Scheiß weniger. Scheiß drauf, weniger, schaut's mach weg, scheiß drauf. Weniger, ah. Ist das zu viel? Seid ehrlich, bitte, ich vertraue euch diesmal. Ich bin für mach weniger. Ist das zu viel? Ich vertraue euch, Chat, gell? Zu viel, sagen die. Sie sagen zu viel. Ess nicht. Trink. Soll ich Milch holen? Boah! Die sind hart. Brauchst du Milch? Mm-mm. Ess die nicht, Alina. Ehrlich? Die sind hart. Wirklich? Walla, die sind hart. Aber ich halte scharfe aus. Ess mal ein Gabel. Wirklich? Ess mal eine. Aber du bist gemein. Also erstmal eine. Du wolltest mich dafür schützen, jetzt hast du gedacht, okay, wenn die so große Klappe hat. Mhm. Ich esse eine Nudel, okay? Erstmal eine Gabel. Nein. Erstmal eine Gabel. Ey, das geht nicht weg, Digga. Oh mein Gott. Oh, die sind. Oh mein Gott. Mhm. Erstmal eine Gabel. Ich kann nicht. Erstmal eine Gabel, bitte. Ich kann nicht. Ich hab's auch. Ey, mein Gott. Hier, probier das jetzt. Ich hab's aufbekommen, diese. Denkst du, Nutella hilft? Oh mein Gott, alles nass hier. Ey. Soll ich Milch holen? Ey, klein Wichser, Digga. Soll ich Milch holen? Ja, hol mal Milch. Okay, hier, probier das jetzt. Taste-Test. Oh mein Gott, das schmeckt scheiße.
Hol mal bitte, Alina, bitte. Ihr kleinen Wichser, Digga, Wallabilla. Ihr seid so ehrenlos, Chat, gell? Ihr seid so Wichser. Ich muss furzen und kacken, alles. Ihr seid so Wichser, Digga. Ist alles okay? Wallabilla, das ist so scharf. Ist alles okay? Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich brauch's nicht, alles gut. Ich mach mir Sorgen. Nein, alles gut, alles gut. Es geht nur nicht weg. Alles gut. Komm, ich lese für dich den Chat. Hab ganze Schüssel gegessen. Ihr seid verrückt. Also guck mal, wie ein Mann jetzt, Wahrheit. Walla diesen Hardcore-Schaf. Holt ihr euch nicht. Walla Bila diesen Hardcore-Schaf. Das ist halt nicht diese Schaf, die wir sonst gewöhnt sind, weißt du? Wir essen andere Schaf, wir essen diese Paprikaschaf und so. Ist auch scharf, aber anders halt. Und das ist halt diese Chemie-Schaf. Das kannst du halt, kannst du nicht vergleichen zu sowas. Die Pinken sind richtig lecker, die kenne ich. Wenn man die so mit Kokosmilch und so macht, richtig lecker. Und nicht ganze Schaftüte reinmacht. Haditha ist richtig lecker. Essen wir auch jeden Tag. Aber das ist halt, wie gesagt, Chemie-Schaf. Ich rede für dich, okay? Komm ein bisschen klar. Alles gut, alles gut. Sicher? Jawohl. Trink noch. Mach langsam. Wir stressen dich nicht. Doch, das ist schon scharf, Leute. Das ist schon scharf, ja. Kennt ihr das? Wallabilla, die sind richtig scharf. Ich mache mir gerade so Sorgen, ich will anfangen zu heulen einfach. Nein, Mann. Ich habe Angst, dass du nicht sagen nein, willst, das nein, Walla, nein. Es ist nur scharf, mehr nicht. Es ist einfach scharf. Es ist nicht, ist scharf einfach. Aber es ist alles in Ordnung bei dir, auch in deinem Bauch und so. Sicher? Okay. Es ist nur scharf. Quans Abla, Dankeschön für 5 Verschenkte. Walla, korrekt. Okay, soll ich dir es nehmen? Brennt, es hört nicht auf. Es ist nicht so wie normale Peperoni, Brot, Digga. Ist Brot. Okay, ich guck weiter. Alles gut. Sicher. Alles gut, alles gut. Okay, wenn irgendwas ist, schreib mir. Ja? Ich komme sofort angerannt. Schmeiß ich dir jetzt weg, dann? Tut so, als ob ich One Health Challenge gegessen hab. Ich hab nur Angst wegen deinem Bauch. Alles gut, Alina. Mama, ich weiß, was dich interessiert. Es ist hier so leicht, sein Gesicht zu verlieren. Zwischen Krise und Wohlstand, bra, wollte ich dir nur die Miete im Monat zahlen. Walla, mach para, inshallah, nützt das was? Denn ich fütter die Hand, die gefüttert hat. Ich hab auf die Chance nur gewartet. Rap la rue, ich komm von der Straße.